Hallo und herzlich willkommen zusammen und willkommen wieder mal bei einem Facebook Live Video im Rahmen der Serie Thriving in Your Business und als Entrepreneur. Und heute möchte ich ganz gerne ein Business-Thema aufgreifen. Worum geht's? Es geht um integere Preisgestaltung für Experten und Solopreneure. Und ich werde heute aus der Schweiz mit euch sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so hier hinten sehen könntet. Ich bin in der Schweiz mit einem wunderschönen Blick auf die Berner Alpen. Die kann man so nicht richtig sehen hier. So auf dem Blickwinkel geht das gar nicht so gut. Aber ja, es geht sowieso nicht darum. Also, worum geht es dann? Es geht darum, dass ich einiges höre, und zwar von meinen Kunden und die Leute, die ich begegne. Ich weiß, ganz viel da draußen auf dem Markt wird darüber gesprochen, dass man seine Preise anheben soll. Es wird viel diskutiert, dass man das Geld nimmt, was man wert ist, dass man seinen eigenen Wert versteht und begreift und sich nicht zurückhält bzw. billig sich verkauft. Und ich möchte heute über eine völlig andere Sache sprechen. Ich möchte auf dem anderen Ende des Spektrums ansetzen. Und die Situation, die ich viel häufiger begegne, ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, meine Kunden oder die Leute in den Kennenlerngesprächen, ist, dass sie sagen: Shalia, hier sind meine Ideen für meine Pakete und Preise, für meinen Online-Kurs, was auch immer es ist. Und die setzen mit Preise an, die ziemlich gehoben sind und sie fühlen sich damit allerdings nicht wohl. Irgendwas in ihnen sagt, das ist nicht stimmig, aber sie können das nicht deuten und sie sagen sowas zu mir wie, ja, ich weiß nicht, ob der richtige Preis ist, die richtige Preisgestaltung. Ja, ich weiß, ich müsste es irgendwie hoch ansetzen. Und ich spüre von denen, dass es für sie nicht stimmig ist. Und dann findet ein Gespräch statt, wo wir über die Idee von integrer Preisgestaltung sprechen. Und integrer Preisgestaltung ist ganz besonders wichtig für herzgetriebene Experten und Solopreneure. Warum? Was haben herzgetriebene Experten und Solopreneure gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass sie ein großes Herz haben, dass sie andere Menschen wertschätzen, dass sie ihre Kunden lieben, dass sie da draußen in der Welt Dinge nach vorne bewegen wollen. Sie sind Lichtarbeiter, wenn man so will. Sie wollen wirklich positive Veränderungen in dieser Welt schaffen. Und sie wertschätzen nicht nur ihren Kunden und wollen beitragen, sondern sie schätzen sich selber im besten Fall. Ja? Und deswegen ist integere Preisgestaltung wichtig für sie. Weil wenn man draußen auf den Markt geht und Preise hat, Angebote hat, mit denen man sich nicht wohlfühlt, nicht in Integrität sich fühlt, dann betreibt man sein Business auf eine Art und Weise, die nicht zufriedenstellend ist. Da kann man nicht aufblühen in seinem Geschäft, wenn man ständig sich unwohl fühlt mit seinen Preisen. Okay? Deswegen ist es wichtig. So, lass uns auf den Grund gehen jetzt von der Idee von Integrität. Und hallo alle zusammen, die da sind. Ich weiß, ich kann gar nicht sehen, wer hier ist. Also schreib mir was, schick mir ein Symbol, damit ich überhaupt dich wahrnehmen kann und dich spüren und erleben kann, dass du hier bist. Das wäre ganz nett. Was ist Integrität? Also oft, wenn man das Wort Integrität hört, bringt man das automatisch zusammen in einem ethischen, moralischen Bereich. Aber eigentlich kommt Integrität, hi Anke, grüß dich, kommt Integrität mit einer anderen Bedeutung einher. Und zwar, ich denke ganz gerne immer an Architektur, an Bau. Und zwar, wenn ein Architekt einen Plan hinstellt und ein Gebäude designt, zum Beispiel für eine Schule, ein Krankenhaus oder ein Wohnhaus, ganz egal, dieser Plan hat ein gewisses Versprechen. Dieser Architekt ist damit ausgebildet, mit der Idee, dass die Statik stimmig ist, dass die Säulen tragen, wie sie sollen, dass Regen nicht reinkommt. Das heißt, der Plan
hält, was er verspricht und ist dahingehend integer. Ja, es ist ein integrer Bauplan in dem Sinn. Und genauso ist es mit unserer Preisgestaltung. Wenn wir Preise auf den Markt begeben, wenn wir ein Angebot anpreisen, sollte es bei uns als Architekten von unseren eigenen Preisgestaltung, unsere Preispläne, in uns das Gefühl sein, ja, es hält, was es verspricht. Okay? Das heißt, ich fühle mich sicher, dass die Transformation, die ich verspreche, auch eingehalten wird und dass es ein gerechtfertigter Preis ist, dafür zu nehmen. Okay? Und ich gebe das auch noch ein Beispiel von einem neulichen Kauf. Ich habe vor einigen wenigen Tagen, ich glaube, das war am Samstag, heute haben wir Dienstag, habe ich ein Fahrrad gekauft. Ich denke über diesen Fahrradkauf ganz lange nach. Und zwar demnächst kommt ein kleiner Dalmatinerhund in unsere Familie in Eppstein und Dalmatiner brauchen ganz viel Auslauf. Also das sind Tiere, sie haben ganz viel Energie und die brauchen Aktivität. Und ich hatte mir überlegt, also wenn wir diesen Hund zu uns ins Haus holen, dann möchte ich sicherstellen, dass dieser Hund auch guten Auslauf bekommt und das wird mit Spazierengehen alleine nicht unbedingt getan werden. Und weil ich wegen einem kaputten Knie nicht richtig mehr jogge, habe ich gedacht, ein Fahrrad wird die richtige Wahl. Und ich wollte auch ein Fahrrad, was ich zusammenklappen kann und auf dem Hintersitz in meinem Auto stellen kann, sodass der Hund im Kofferraum quasi in seinem sicheren Bereich und das Fahrrad auf dem Hintersitz zusammengeklappt werden kann. Und dann fahre ich irgendwo hin und dann packe ich alles aus und dann in meiner Traumvorstellung, wenn der Hund mitmacht, gehen wir dann auf einen schönen langen Fahrradtrap, wenn man so möchte. Und ein Freund von mir hat ein super tolles Fahrrad von Tern. Und Tern ist dafür bekannt, dass sie qualitativ hochwertige Klappfahrräder machen, die in 10 Sekunden auf- und abgebaut werden können und die Langlebigkeit haben, über Jahre gut halten. Und so bin ich am Samstag in den Fahrradladen gegangen mit meinem Mann und wir haben die Tern-Fahrräder angeschaut. Und es ist natürlich auch für ein solches Fahrrad ein stolzer Preis. Ich habe schon über 1000 Euro ausgegeben für dieses Fahrrad. Und mein Mann war so, das ist teuer und überhaupt. Und er hat gesagt, nicht mal sein, wie heißen diese Bikes, diese Mountainbikes hat so viel gekostet für ihn. Aber für mich ist es durch die Erfahrung von meinem Freund, der viele Jahre diesen Fahrrad hat, das ich auch gefahren habe, wo ich weiß, dass es wirklich hält. Ich weiß, der Preis hält, was es verspricht. Okay? Macht das Sinn? Es hält, was es verspricht. Jetzt kommen wir auf deine Angebote zurück. Und da möchte ich sagen, wie das für die meisten Solopreneure abläuft, mit denen ich zu tun habe. Nämlich, wenn man sich die Frage stellt, woher weiß ich, dass meine Preise das halten, was ich verspreche? Und meiner Erfahrung nach, über die vielen, vielen Jahre in der Zusammenarbeit mit Experten und Solopreneuren ist, dass wir in uns sowas haben, das ich ganz gerne nenne, unser inneres Business GPS. Unser inneres Business GPS oder unsere innere Business Weisheit, sie hat eine sehr große Klarheit in der Regel, wenn wir eigentlich genau hinhören. Und sie sagt uns genau, wo gerade die Preisgestaltung ist, wo die liegt, die am besten zu uns passt. Das heißt, würdest du deine Pakete und Preise aufstellen mit deinem großen Paket, deinem mittleren Paket, deinem kleinen Paket und du würdest beginnen, dort Zahlen hinzuschreiben jeweils, es würde einige Zahlen geben, bei denen du dich absolut wohlfühlst, wo das für dich ein absoluter No-Brainer wäre, diesen Preis zu verlangen. Und es würde auch Preise geben, wenn du die hinkritzeln würdest, du würdest ein bisschen dich gestreckt gefühlt, irgendwie so nach dem Motto, das fühlt sich ein wenig unwohl an, aber nicht so weit, dass du das nicht verlangen würdest. Es wäre ein Stretch. Und es gibt eine andere Zone, wenn du diesen Preis hinkritzeln würdest auf die verschiedenen Dienstleistungen, die du hast, da würdest du dich ziemlich unwohl fühlen. Du würdest in die sogenannte Panikzone kommen, wie ich das gerne nenne. Du würdest einen Schweißausbruch vielleicht spüren und irgendwie ein mulmiges Gefühl in deinem Bauch. Und
Das heißt, diese innere Guidance, die sagt dir, was gerade angesagt ist und was nicht. Und hier ist das Ding, was ich beobachte. Wenn jemand zu mir kommt und sie haben Preise, die entweder in dieser Stretch-Zone oder gar in dieser Panikzone liegen, dann waren sie häufig draußen im Markt und haben bei einem Webinar, einem Online-Kurs, in einem Blog vielleicht gelesen, dass sie viel höhere Preise ansetzen sollen. Und sie haben das gemacht, ohne diese innere Integrität zu prüfen. Und deswegen fühlen sie sich mit dem Preis nicht wohl und sie haben ein Schamgefühl. Auch häufig sagen sie, ich schäme mich für diese Preise, wenn ich die zu weit unten setze. Und das ist nicht gut. Und da werde ich häufig zurückgeführt auf eine Zeit, die ich in der Agentur verbracht habe. Und vielleicht hast du in dem Bereich, wo du eventuell tätig bist oder warst als Angestellter, wenn du im Angestelltenverhältnis gewesen bist, oder vielleicht kennst du jemanden mit solchen Konstrukten. In unserer Agentur gab es eine Weiterentwicklungsfahrt für jeden beruflichen Zweig. Also wir hatten die Designer, wir hatten die Projektmanager, wir hatten die Konzeptioner, wir hatten die Medialeute, die Strategen, die Programmierer. Also im Online-Marketing gibt es diese ganzen Felder. Und wenn ich zum Beispiel nur eins rausgreife, nämlich das Thema Projektmanagement, dann gab es natürlich eine Einstiegsposition. Die Einstiegsposition war das Praktikant. Und das Praktikant hat entweder gar nichts bekommen, sondern hat einfach gelernt und vieles an Wissen und Erfahrung gesammelt. Und das war die Belohnung für seine oder ihre Tätigkeit. Oder hat bis zu einem sehr niedrigen monatlichen Gehalt was bekommen. Danach gab es die Junior-Projektmanager. Sie haben ein bisschen solideres Gehalt bekommen, aber ihre Verantwortung war nicht so riesengroß. Und dann kamen die ordentliche, normale Projektmanager. Dann gab es die Account-Direktoren und so weiter. Es gab immer eine Hierarchie nach oben. So hat man sich hingearbeitet über Zeit. Und je besser man wurde, je mehr Erfahrung man hatte, desto mehr Verantwortung man übernommen hat und desto sicherer war man in seinem Bereich, desto mehr seine Stufe und das Gehalt. So eine natürliche Folge. Vor vielen, vielen Hunderten von Jahren, wo es rein dieses Praktikumsbereich gab und hinarbeiten zum Meister, so dieser Weg war meistens 7 Jahre. Und dann kam man auf eine normale Stufe und dann war es 10 weitere Jahre, bis man sich als Meister nennen konnte. Und irgendwie auf dem Weg von der Entwicklung von dieser Online-Welt, in der wir leben, hat es ein Phänomen gegeben, nämlich, dass wir glauben, wir können einfach preislich einsteigen bei einem Meistergehalt, auch wenn wir Praktikanten sind. Es wird uns überall suggeriert, nimm einen hohen Preis, nimm einen hohen Preis, du verkaufst dich für zu günstig. Und dann kommt dieses Gefühl im Innen, diese innere Weisheit, die sagt, etwas darin ist nicht integer. Und ich habe heute, wo ich über dieses Thema sprechen wollte, und dann kommen wir gleich zum Schluss, darüber nachgedacht, wie es mir ergangen ist am Anfang, wo ich mein Geschäft aufgebaut habe, wo ich ernsthaft vor 7 Jahren begonnen habe, meine Dienstleistungen auf den Markt anzubieten und ich meine Coaching-Leistungen hatte. Ich war sicherlich nicht die günstigste, die auf den Markt gegangen ist. Ich hatte immerhin 14 Jahre vorher Marketing-Erfahrung gesammelt und einen 3 Jahren Studiengang zu Coaching and Training. Doch gleichzeitig, ich war nicht so viel höher als der Junior-Projektmanager, oder? Ich hatte noch nicht genug Erfahrung in dem, was ich getan habe. Und ich musste eine Zeit lang erstmal üben, erstmal schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und manchmal, wenn ich zurückdenke an die armen Kunden, die mich damals bekommen haben zu Beginn, denke ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich sie manchmal auf der Straße sehen würde, würde ich sagen, oh je, die Armen, ja, was haben sie da für einen Coach bekommen damals? Ich war nicht so gut in dem, was ich tue. Und tatsächlich, ich arbeite mich gerade jetzt in Richtung vielleicht 2000 Stunden Coaching in den 7 Jahren. Und wenn ich zum Beispiel meinen Mentor Michael Neal anschaue, der das schon 25 Jahre lang macht, der hat schon 20.000 Stunden an Coaching in diesen ganzen Bereichen. Da liegt ein riesen Gap zwischen uns. Und das ist auch verständlich ein Grund, warum er für ein Jahrescoaching 25.000 bis $75.000 nimmt. Ja, es sind auch diese verrückte amerikanische Google-Preise da drüben.
aber weil er Erfahrung hat und Ansehen und Credibility über Jahre aufgebaut hat und viele Bücher und Reichweite und alles, was man tut, um dorthin zu kommen. Und wenn ich bescheiden bleibe, auf eine gesunde und positive Art und Weise, dann kann ich sehen, es gibt ganz viel Potenzial nach oben, aber da, wo ich heute stehe, ist auch gut und meine innere Weisheit, mein inneres Business-GPS wird mir sagen, was für den Moment eine integre Preisgestaltung darstellt. Okay? Und das war es. Also ich wollte heute nur meine Gedanken mit euch teilen. Ich wollte eine Diskussion anregen und vielleicht diese Frage an dich, was sind deine Gedanken dazu? Was findest du, oder worüber denkst du nach, wenn es um diese integre Preisgestaltung geht? Über dieses Hinarbeiten, dieses Hocharbeiten zu einem Punkt, wo der Preis, der vielleicht ganz hoch ist, auch dem Wert absolut entspricht im Inneren, sodass man mit einem hohen Selbstbewusstsein auf den Markt gehen kann. Und was ist, wenn wir alle in unserem individuellen Tempo, auf unserem individuellen Weg uns hocharbeiten dürfen und auf jeder Stufe absolut stolz und glücklich sein können, wo wir sind, auch wenn das niedrig ist. Ich hatte neulich eine Unterhaltung mit einer Kundin. Sie ist gerade dabei, 80 Euro pro Stunde zu verlangen und sie schämt sich dafür. Und ich sage, hey, warum? Das klappt gerade, um Kunden reinzubekommen. Sie hatte schon ihre ersten, keine Ahnung, 5, 6, 7 Kunden an Bord bekommen, bevor sie überhaupt zu mir ins Coaching gekommen ist. Und wenn das dazu beigetragen hat, diese Preisgestaltung, dann ist das die perfekte Strategie für sie aktuell. Denn eins weiß ich für sicher. Je mehr Übung wir kriegen in der Zusammenarbeit mit Kunden, desto selbstsicherer werden wir mit der Zeit und desto automatisch wird unser Preis in die Höhe steigen. Wir brauchen das auch nicht künstlich anzukurbeln, sondern es kommt innerhalb der innere Weisheit, der sagt jetzt, ich bin mit den aktuellen Preisen nicht mehr zufrieden. Ich glaube, es ist Zeit, sie jetzt ein bisschen höher zu stellen. Und wenn du ganz niedrig anfängst, ist dabei vielleicht für dich auch die perfekte Strategie, weil es dazu führt, dass du Erfahrung sammeln kannst und das möglichst schnell, anstatt Jahre zu warten, bis jemand wirklich den Preis zahlt, den du jetzt haben willst. So, vielleicht eine provokante Diskussion und eine ganz andere Meinung, als du überall da draußen hörst, aber so wie ich das empfinde. Und ich bin gespannt auf deine Kommentare, auf deine Gedanken und was du so beobachtest. Teil mir das mit unbedingt in den Kommentarbereich, sodass ich das mitbekomme. Und wenn du persönlich an deine eigene Preise, an Preisgestaltung mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann melde dich für eine virtuelle Kaffeepause an. Dort wirst du mit unserem erfahrenen und sehr einfühlsamen Enrollment Coach Simone Förster sprechen. Und Simone wird mit dir deine aktuellen Bedürfnisse und Ziele anschauen und gucken, ob irgendwelche Optionen der Zusammenarbeit, die ich habe, zu deinen Zielen und Bedürfnissen passen. Also, ich poste den Link nachher und wünsche dir bis dahin eine super schöne Woche. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.